Ich war so nett, Alter. Aber leider, und da mein Herz gerade so, das sieht man ja auch schon an der Körperausstrahlung. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, Leute, heute ist tatsächlich über die Folgen nicht so viel passiert, denn ich nehme das am Folgetag der letzten Aufnahme auf. Heißt, für euch kommt dieses Video hier am Donnerstag, aber ich habe das schon aufgenommen am Montag. Also ist schon eine Zeit dazwischen vergangen. Leute, ich komme gerade von meinem Vorstellungsgespräch, von dem ich euch gestern auch erzählt habe. Und ich bin mad, Leute. Ich bin richtig mad, Alter. Leute, es lief alles nicht so wie geplant. Ich will übrigens nebenbei jetzt keine Planung. Ich habe vor, nebenbei jetzt hier die Kisten bzw. das Kistenmanagement einmal umzuräumen, einmal alles ein bisschen ordentlich zu machen und vielleicht heute schon die ersten Planungen vorzunehmen für den weiteren Ausbau des Hafens. Weil, wie gesagt, hier müssen wir ja auch irgendwann mal weiterkommen. Achso, ich habe übrigens zwischen der letzten Aufnahme und dieser Aufnahme hier die Kisten einmal auch tatsächlich ein bisschen umgeräumt, aber noch nicht viel, ist noch nicht so viel passiert, dass es jetzt unbedingt übelst erwähnenswert wäre so. Und wie gesagt, ich baue jetzt hier erstmal einen kleinen Boden rein, als Anfangsstruktur, wo wir halt dann die Kisten drauf lagern können. Ich bin auch immer noch leider Gottes ein bisschen krank. Ich hoffe, das hört man nicht zu, weil heute fühle ich mich ein bisschen besser, aber irgendwie gerade echt irgendwie richtig komisch. Ich weiß nicht. Kann vielleicht doch mit der Story, die ich euch gleich erzählen werde, zusammenhängen, Leute. Aber ich weiß echt nicht, was da abgeht. Naja, ihr müsst euch vorstellen, Leute, mein Vorstellungsgespräch ist schon seit ein paar Monaten, ich glaube, vor circa 3 Wochen, wurde mir die E-Mail zugesendet, beziehungsweise habe ich die E-Mail bekommen, dass ich ein Vorstellungsgespräch habe. Fand ich super, habe mich gefreut, alles vorbereitet. Wisst ihr, man muss ja dann im Prinzip, die meisten Bewerbungen heutzutage gehen online ab, über eine PDF-Datei, ganz easy. Ist auch überhaupt kein Problem so. Ich habe die halt auch online abgeschickt und für ein Bewerbungsgespräch braucht man die natürlich dann auch auf Papier. Ist ja, denke ich, so vollkommen klar, dass man die dann auch auf Papier braucht. Und naja, auf jeden Fall, ich alles vorbereitet, Bewerbungsmappe gekauft, alles drum und dran da reingeheftet und so. Und ist ja, denke ich, komplett verständlich. Habe mir dann die E-Mail ausgedruckt und die in der Schule abgegeben, dass ich da halt freigestellt werde an dem Tag. Habe ich übrigens gerade auch alles auf Twitter nochmal beschrieben. Ich war so mad, Alter. Das ist jetzt schon 1,5 Stunden her circa. Weil, keine Ahnung, ich finde die Aktion, ich habe die selber nicht so ganz verstanden, Alter, ist echt, naja, auf jeden Fall, ich bin dann heute dahin gefahren. Meine Mom hat mich hingefahren und ich wäre dann natürlich alleine reingegangen, Leute, weil meine Mom heute frei hatte und sie darauf bestanden hat, mich dahin zu fahren. Und ihr müsst euch vorstellen, ich komme da an, setze mich hin, frage mich erstmal durch so oder beziehungsweise kündige mich an bei der Sekretärin, die dort saß, dass ich jetzt da bin. Hey, hallo, ich bin Per Weber, hier Bewerbungsgespräch habe ich zu heute. Und sie so, ja, setze dich erstmal hin, die Chefin kommt gleich raus und redet mit dir. Und ich so, okay, ich dachte mir, es war nichts Schlimmes, weil ich dachte, jo, die Chefin kommt nur raus, um mir Hallo zu sagen und mich halt in den Raum zu beten, um dann das Vorstellungsgespräch abzuhalten. Aber Leute, es kam dann doch ein bisschen anders, leider. Denn ihr müsst euch vorstellen, ich dahin gefahren, wie gesagt, habe mir eine Freistellung besorgt, habe mir sogar mein Zeugnis vorher geben lassen von der Schule. Danke nochmal da an meine Schule, Alter, ihr seid echt nett. Hatte das alles dabei und dann kommt die Chefin zu mir raus. Ich sitze da vorbereitet, bla bla, war schon so ein bisschen, naja, ich würde sagen, aufgeregt jetzt nicht unbedingt. Ich bin an sich da ein Mensch, der nicht allzu aufgeregt dadurch solche Situationen im Leben geht. Aber ich war schon so ein bisschen, ja, was passiert jetzt, wie passiert es, wie läuft es ab? Ist ja auch das erste Mal, dass ich so ein Vorstellungsgespräch hatte. Mir sind so ein paar Gedanken durch den Kopf gegangen, aber es war jetzt nicht so mäßig so, yo, ich habe Angst davor und Hilfe, 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 ich komme damit nicht klar, mit der Situation komme ich nicht zurecht oder so. Ja, und dann sitze ich halt da, die Chefin kommt raus zu mir. Ich hatte Gedanken im Kopf, gerade überlegt, so, was mache ich jetzt, wenn das und das passiert und wie reagiere ich und wie komme ich dann da gut raus, kann ich da irgendwie mich besonders hervorheben bei manchen Dingen, die sie vielleicht fragt oder so. Und dann spricht mich die Chefin an. Ich, wie gesagt, auf vollen Gedanken, war ein bisschen verwirrt im ersten Augenblick, habe so Hallo gesagt, ja, ey, alles gut, hat sie mich gefragt und so, und ich so, ja, klar. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Leute, es ist echt sad. Es ist echt sad gelaufen für mich in der Situation. Denn ihr müsst euch vorstellen, sie hat mir so die Hand gegeben. Und sie meinte dann so zu mir, ja, ich muss mich sehr, sehr entschuldigen. Es tut mir auch sehr leid, dass wir das nicht früher angekündigt haben bei ihnen. Und sie jetzt extra hergekommen sind mit ihren Unterlagen und sich vorbereitet haben, etc. Aber leider, und da mein Herz gerade so, pff, mein Herz ist einfach komplett... Einfach, nee, Leute, das Herz ist einfach grau geworden in dem Moment. Zurzeit strukturieren wir unsere Firma um und auch in Zukunft wollen wir ein bisschen weniger produzieren. Keine Ahnung warum, das hat bestimmt irgendwelche firmlichen Gründe. Habe ich mich auch schon gefragt, warum wollen die weniger produzieren? Ist das nicht als Firma top, wenn du mehr produzierst oder viel produzierst? Na, ich dann erstmal so gesagt, ja, okay, und warum entschuldigen sie sich? Und sagt sie mir so, ja, also dadurch, dass sie die Firma umstrukturieren und wie gesagt, weniger produzieren wollen,
können wir in Zukunft keine Auszubildenden mehr aufnehmen? Mein Kopf so, puff. Und ich so, ja, okay, nichts zu ändern, muss ich mir halt woanders was suchen. Sie hat mich dann so auch, sie hat übel sympathisch gelacht, muss man wirklich mal sagen. Sie hat wirklich, sie war richtig sympathisch. Und ich glaube, wir waren auch relativ auf einer Wellenlänge, würde ich behaupten. Natürlich kann man das von dem kurzen Gespräch jetzt nicht ableiten, aber ihr merkt doch schon, wenn ihr zu jemandem hey sagt, wenn ihr mit ihm kurz talkt, merkt man doch schon, ob man relativ miteinander klarkommt oder halt absolut gar nicht. Und, oh, böses Skelett. Zack, zack, so. Da habe ich kurz noch mit ihr gesprochen, einfach nur so an sich ein bisschen Smalltalk gemacht und bin dann halt wieder gegangen. Ist leider nicht zu ändern, so man weiß nie, was die Firmen jetzt haben. Ich habe es auch auf Twitter schon geschrieben. Ich will die absolut nicht verurteilen. Letztendlich vielleicht weiß die Chefin selber erst seit 20 Minuten, dass es halt so ist, wie es ist und kann es nicht ändern und hat es mir deswegen erst gesagt. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, weil wisst ihr, so ich bereite mich da übelst vor und das, ich glaube, das weiß man auch als Firma auch, dass wenn man jemanden hat, der gleich ein Vorstellungsgespräch absolvieren, abhalten möchte oder muss, dass der sich dementsprechend auch darauf vorbereitet. Ja, wie gesagt, ich fand es dann halt einfach schade, dass sie mir keine E-Mail geschickt hat oder so. Wisst ihr, hätte man einfach kurz schreiben können, ja, wir müssen uns ablehnen aus dem und dem Grund, ich entschuldige mich dafür. Leider ist es nicht zu ändern, aber ja, ist halt einfach nicht so passiert. Kann man auch nicht ändern, ich meine, das mit dem Platz kann man auch nicht ändern, dass der jetzt weg ist, muss ich mir halt was Neues suchen. Das ist halt so im Leben, dass immer mal irgendwie was wegfällt oder was nicht funktioniert, wie man denkt oder sonst was. Es ist jetzt auch kein Weltuntergang oder so, aber es ist halt trotzdem schade. Muss man wirklich sagen, es ist natürlich trotzdem schade so. Aber trotzdem kann ich euch sagen, Leute, auch für euch vielleicht in der Zukunft, falls ihr nervös werdet oder so vor so einem Vorstellungsgespräch, fahrt euch runter, macht entspannt, denn letztendlich, wenn ihr nervös vor dem Vorsteller oder so steht und kein Wort rausbekommt, weil ihr so am Stottern seid, bringt euch das auch nicht viel weiter. Das Einzige, was das bringt, ist Nachteile, dass ihr eben nicht normal mit ihm reden könnt oder normal seid, so wie ihr immer seid, wisst ihr, wie ich meine. Und ich bin echt froh, muss ich auch sagen, dass ich das schon mittlerweile so ein bisschen gelernt habe, dass ich mich da jetzt nicht komplett hochputsche und mir denke, fuck, fuck, hier passiert gleich was, Hilfe, 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 ich komme hier nicht klar, sondern ich da mit einem relativ gelassenen Blick hinsehe und mir denke, ja, das wird schon irgendwie. Ich muss auch sagen, ich bin sehr selbstbewusster Typ, würde ich behaupten. Ich bin sehr aufgeschlossen und oh nein, geht weg, ah, zack, zack. Und die sterben, glaube ich, alle, aber ich gehe trotzdem mal jetzt direkt ins Bett, Alter, weil die Dinger einfach höllisch laut sind. Ohne Spaß, die Leute, die Sounds... Ey, wenn der mich jetzt... Du bist so ein Arsch. So, super. Aber wie gesagt, seid ihr ein bisschen selbstsicher. Zeigt euch von eurer besten Seite und nicht von der Seite, aber das und das und ich bin nervös und was auch immer. Lasst es einfach, Leute. Seid selbstsicher. Zeigt der Person am besten auch, das sieht man ja auch schon an der Körperausstrahlung, an der Ausstrahlung des Menschen, ob er nervös ist oder halt, ob er da selbstsicher reingeht. Klar, vielleicht, das hängt dann immer von der Art des Menschen ab, wer da vor euch sitzt. Vielleicht finden die Leute, die dir dann zuhören bei dem Gespräch, ist auch besser. Das weiß ich absolut nicht, oder das ist jetzt so eine Vermutung. Es ist auch besser, wenn ihr so ein bisschen wenigstens Nervosität zeigt, dass sie wissen, yo, die sind nicht überselbstsicher, sage ich mal in Anführungszeichen, und gehen nicht in alle Projekte rein mit, ich schaff das locker, das mache ich easy und am Ende wird's richtig kacke, sondern sind halt trotzdem ein bisschen, naja, ein bisschen unsicher, fragen lieber ein bisschen nach und so, vielleicht finden die das dann noch besser. Und ich denke mal, das hängt ganz von dem Betrieb ab, beziehungsweise des Zuhörers, wie gesagt, der euch da halt zuhört, so. Das kann man nie im Voraus wissen, Leute. Nur ich denke, das Beste, was man wirklich machen kann, ist da einfach selbstsicher reinzugehen. Ich denke mal, der Rest ist ein bisschen, naja, der ist einfach, denke ich, nicht so gut wie selbstsicher sein halt, ne? Weiß ich nicht. Wenn ihr da Erfahrungen habt, Leute, falls es Leute gibt unter euch, die schon viele Bewerbungsgespräche hatten, wissen, was gut ankommt, was schlecht ankommt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und für die vielleicht ein Bewerbungsgespräch in Zukunft abhalten und sich denken, yo, ich brauche da ein bisschen mehr Informationen, ich bin doch nervös und werde auch nervös, schaut euch vielleicht Videos an. Der überlegt selber, wie ihr am besten runterkommt, was euch ablenkt, was ihr machen könnt. Ich kann nur sagen, gegen Nervosität, beziehungsweise es ist ja auch teilt Stress, hilft immer, wenn ihr, bevor ihr losfahrt oder bevor ihr irgendwo hingeht, vielleicht Sport macht, ein bisschen rennt, lauft, ein bisschen Kraftsport, irgendwas, was euch ein bisschen anstrengt. Glaubt mir, das hilft immer, das baut euren Stress so schnell ab, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also das ist wirklich nur empfehlenswert, so. Alter, das ist echt unfassbar, was wir hier tatsächlich an Stuff schon rumstehen haben, ne? Also guck mal, die Kisten, ja, die nicht, aber die Kisten sind alle
fast voll hier, auch ohne Ende an Stuff. Das ist unfassbar. Und hier drunter steht ja auch noch eine Menge. Und da drüben steht ja auch was. Und da unten steht auch wieder eine ganze Menge. Also wir haben schon ordentlich was an Stuff tatsächlich gefarmt. Also mir selbst zum Beispiel fällt es so, wenn ich selbst farme, beziehungsweise über die Folgen hin, fällt mir das gar nicht auf. Ich denke mir immer so, jo, warte, wir sind gerade mal 90 Tage nach der ersten Folge und wir haben schon das hier alles geschafft. Alter, Leute, die Frage ist, was passiert dann in weiteren 90 Tagen, wisst ihr, was ich meine? Also ich freue mich da richtig drauf, auch zu sehen, wie es in Zukunft hier wird, was wir hier draus machen. Ich denke mal, das wird ganz interessant. Ich habe auch letztens schon mir überlegt oder geplant, dass wir den Hafen hier einmal rumführen und hier den Hafen auf diese Inseln weiterführen und einmal um die Inseln rumziehen, die Inseln abreißen, verschiedene Höhlen wieder reinbauen und dann hier drunter eine kleine Hafen-City bauen, in Anführungszeichen, wo es hier wieder hochgeht und hier geht es ja dann mit der City weiter. Das wisst ihr ja alles schon. So, aber mal sehen, ne? Man weiß nie, was man am Ende da draus macht. Und am Ende zählt, glaube ich, auch immer die eigene Motivation mit rein, beziehungsweise das eigene Denken darüber, so das eigene, die eigene Kreativität, die ihr da mit reinbringt. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen 17 Uhr wieder bei einer neuen, entspannten Folge. Und ich würde sagen, bis dann und ciao, meine Freunde.